Moin Moin, herzlich willkommen zu Movement Family TV. Ich bin Tom und ich bin heute dein Breaking Trainer. Heute beginnen wir mit Basic Up Rocks. Viel Spaß mit dem Video. So, du fragst dich jetzt sicherlich, was für Grundvoraussetzungen du für diesen Basic Up Rock brauchst. Generell keine. Das ist einer der ersten Grundschritte, die man im Breaking lernt. Deswegen können wir direkt anfangen. Let's go. Jetzt, wo du dich aufgewärmt hast, können wir auch direkt anfangen mit dem Uprock. Die erste Bewegung, die du dabei verinnerlichen solltest, ist, die Arme vor der Brust zu verschränken. Nun geht der rechte Fuß über Kreuz auf die andere Seite. Dabei öffnest du die Arme. Und von hier aus ein leichter Sprung zurück. Dabei gehen die Arme wieder zusammen. Jetzt das Ganze in die andere Richtung mit dem linken Fuß an dem rechten vorbei, Arme auseinander und kleinen Jump zurück. Damit beginnen wir erstmal. Versuch diese Übung so in deinen Kopf hineinzubekommen, damit du die motorischen Abläufe erstmal verinnerlichst und dann versuchst du schneller zu werden. Und auch ein wichtiger Punkt ist dabei, dass du versuchst, auf den Takt zu tanzen. Hör auf die Musik, hör auf den Rhythmus, dann hast du noch viel mehr Spaß. Also, noch einmal. Arme vor der Brust verschränken, Bein geht zur Seite, Arme auseinander, Jump back. Arme wieder zusammen, andere Seite, Arme auseinander, Jump back. Andere Richtung, Jump back. Und weiter, und Jump back. Und Jump back. Alles klar, jetzt machen wir das Ganze noch einmal mit 10. Jetzt kannst du gerne mitmachen, ich zähle vor und du versuchst die Schritte auf die Zahlen mitzumachen. 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Das wäre es jetzt auch schon direkt für den Uprock. Ganz simpler Move, ganz einfacher Move. Kannst du gerne kombinieren. Fühl dich frei, auch neue Bewegungen einzubringen. Du musst die Arme nicht nur immer verschränkt haben oder über Kreuz nehmen. Du hast kreativen Spielraum. Fühl dich frei, erfinde, denk dir was Neues aus. Aber denke mal dran, hör auf die Musik. Wenn du magst, kannst du ein Spiegel der Musik sein. Und wenn du dranbleibst und das immer wieder übst und wiederholst, dann kann das Ganze auch so aussehen. Alles klar, das war das Video zu den Basic Uprocks. Wenn du Bock hast, jetzt noch mehr zu lernen, hast du hier den Six-Step. Und wenn du den auch schon drauf hast, kannst du dir hier das Video zu dem Three-Step reinziehen. Viel Spaß dabei!